Unkonventionell kommt sie daher, die Mischung aus Musik, Performance, Tanz. Achsen wollen sie so bilden zwischen den unterschiedlichen Genres. Deshalb haben die Künstler ihr Festival im Rostocker Volkstheater auch Axis genannt. Dort, wo sonst Garderobe hängt, flackern Videoinstallationen. Die Grundidee für das Festival ist entstanden, weil wir darüber nachgedacht haben, wie entwickeln wir dieses Theater auch im Hinblick auf einen Neubau für die nächsten paar hundert Jahre weiter. Was kann die Zukunft von Theater sein? Da haben wir ein paar Sachen, die man schon weiß. Und da gehen wir davon aus, es wird Musik dabei sein, es wird internationaler sein. Und wir werden sicherlich viele Spartengrenzen überschreiten. Und was Süßes zum Dessert. Buchpräsentationen mit Musik und Schauspielern im Foyer. Zwei Tage lang bespielen Ensemblemitglieder und ihre Gäste alle möglichen Räume des Hauses. So auch den Probensaal des Opernchores. Hier hat sich ein Videokünstler ausgetobt. Genauso wie im Foyer. Die Mischung für die Rostocker etwas Neues. Und wir haben uns darauf eingelassen, haben Karten für beide Tage geholt. Und wir wurden am ersten Abend schon nicht enttäuscht. Und ich denke mal, wenn der heutige Abend genauso nur halb so gut endet wie gestern Abend, dann war es ein voller Erfolg. Das zieht auch ein ganz anderes Publikum noch mit an. Also eine neue Generation von Theatergängern. Kunstkenner erkennen diese Bilder sofort. Norbert Bisky hat hier für die Tanzperformance das Bühnenbild gestaltet. Da steht unten, von unten steht drauf charmant. Ah, ja. Es ist einfach immer eine große Herausforderung, aus dem Atelier rauszugehen und mit ganz anderen Leuten sich zusammenzutun und abzusprechen und Dinge zusammenzuhauen, die gar nicht zusammengehören. Und oft kommt dann was ziemlich Interessantes bei raus. Für die neue Rostocker Tanzkompanie ein super Start. Ich mag, von überall Inputs zu bekommen, mit verschiedenen Sachen zu arbeiten. Und ich glaube, das lässt uns alle wachsen, individuell und auch als Gruppe. Was gibt es Schöneres, als wenn so Künstler zusammenkommen und irgendwas kreieren zusammen? So kreative, neugierige. 48 Stunden Ausnahmezustand am Volkstheater. Das Access Festival, das ist richtig cool. Also wir haben jetzt hier schon ein paar Vorstellungen mitgenommen und man kann hier super viele Künstler sehen. Ja, einfach was Neues zu entdecken, sich auf Sachen einzulassen, die man sonst vielleicht nicht als Einzelveranstaltung besucht hätte, aber halt im Gesamtpaket ist es irgendwie toll und man nimmt Sachen mit, ja, die erfrischend sind. Gefoltert, geliebt, erkundet. Das hässliche und das schöne Komponieren auf engstem Raum, ohne Rücksicht auf Verluste. Es gab die Bücher. Eine Wiederholung des Axis Festivals ist nicht ausgeschlossen. In zwei Jahren soll es dann hier am Rostocker Volkstheater wieder soweit sein.